am the Reaper. Yeah. Hat ihn super abgelenkt. Oh oh. Jetzt hab ich ihn zwischen getriggert. Jetzt rennen wir aber. Da. Action Cam. So, tschakka. So, links. Und ja, komm. Was? Wieso so eine Tür? Was zum. Gut, der braucht noch ein bisschen. Tür auf. Und Tür zu. Und juhu. Jetzt klettern wir aber. Der kann keine Leiter noch klettern. Der ist dafür. Oh, alter Schwede. Schön. Darauf ein Tee. Tisch. Das ist schön. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Oh ja, das Spiel begleitet mich noch mein Leben lang. Die Leiter ist beim Aufstieg gebrochen. Scheiße, sind wir fett. Jo, komm. Her damit. Danke. Dich mache ich mal zu. Ja. Dich mache ich mal zu. Sehr gut. Wir haben quasi keinerlei Auswahlmöglichkeiten. Es rührt sich nicht. Okay. Du bist immerhin keine Option. Na gut. Fockel. Was haben wir denn da? Zünderbuchse? Bretter. Könnte man eventuell gebrauchen. Deswegen, ich will mal ein paar mitnehmen, aber es reicht auch schon. So. Mach ich zu. Nächstes. Da. Ja, der ist ein bisschen länger, der Gang. Okay. Erstmal die kleinen Gänge des Lebens absuchen. Oh, super. Das ist so eine Art. Okay. Ah, Hebel. Ah, die zwei Hebel zum... funktioniert mehr. Ich habe so eine Maschine nicht zu stimmen. Ja, also dann läuft's ja nicht mehr. Passt. Oh, Zünderbuchse. Oh, Öl. Bisschen voller. Jo. Ah, wie soll man denn mal den Lärm lesen? I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay. Ja, der hat ihn ja aus seiner finsteren Putenhöhle gerettet. So, okay, wir haben hier das Teil zum Umlegen. Und wir haben hier einen netten Gang. Netter Gang ist nett. Komm, sind wir großzügig. Jo.
Was zum... glasklar. Das ist doch gut. Oh, dröhnt dieser Sound auf dem Ohren. Das ist abartig. So. Mir ein paar Checkpoints setzen. So, okay. Schauen wir uns mal um. Also, jetzt verbrauche ich zwar gerade ein paar Zünderbuchsen mehr, aber ich glaube, ich kann es mir auch gerade leisten und, ja. Locker. Nur ich finde kein Öl. Das ist schade. Ja, okay, ich habe nur wenigstens Dingsbummens gefunden. Und dem her passt es ja schon irgendwo. Auch mit dem Öl. Aber, Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon. I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Okay. Labor. Kann ich vielleicht? Nein. Dieser Gegenstand kann nicht hierfür verwendet werden. Aber eine Schaufel. So, jetzt. Jetzt geht's da an den Kragen. Oh. Nö. Gut, ich krieg's ja nicht mehr raus. Gut. Das hätte man dann auch erledigt. Einfach mal festgebackt. So. Oh. Licht. Oh. Opferraum. Toll. Super. So macht Amnesia Spaß. Menschen opfern. Geil. Ich meine, gibt wirklich Schlechteres. Tötet es, bevor es Eier legt. You have my gratitude. My name is Agrippa. Was? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You worry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sector is basically impenetrable, but I guess why not? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my arm, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken arm and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay, wir müssen also die sechs Stücke der Kugel finden. Ich meine, hey. Nichts leichter als das. Daniel, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reimer, would you please bring it to me?
I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Aua. Hoppla. Bisschen zu nah rangegangen. Wir haben ja... Mementos. Eine schwere Tür blockierte mich. Agrippa der Rüschnums John Meyer. Okay, wir müssen also die Notiz finden über John Meyer. Ich sollte nicht mehr in die Stacheln reinrennen? So many of Alexander's things Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Super. Such die Kugel. Such die Maschinenteile. Such, Such etwas namens Hoffnung. Such eine Kettensäge. Nenne sie Hoffnung. Geh mit Hoffnung auf deine Mitmenschen zu. Meine. Wollte gerade sagen, ist da was? Nö. Aber wir können uns einsperren. Lasst mich raus! Werde ich vielleicht noch gebrauchen können. Ich sollte mein Öl nachfüllen. Danke. So, dann schauen wir manchmal um. Wir müssen immer noch die Kugelteile finden, die Maschinenteile. Hier ist noch Blut. Da ist noch Blut. Hier ist auch nur Blut. Da ist noch Blut. Blitzack. Da, wir haben ja noch hier eine Tür. Oh, der Altarraum. Gut. In den gehe ich gleich, sobald ich mal oben war. Und mal oben geguckt habe. Leichte Kopfschmerzen. Hat ihn das nicht wieder ein bisschen beruhigt? Nein. Schade. Und hier? Ah. Noch eine Zünderbuchse. Ju. Und dann da drüben. Da leuchtet immerhin sogar Licht. Das ist doch ein gutes Zeichen. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in the dim hay. They may sweep the traces from my memory. But my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Okay. Ich lasse es einfach mal alles so stehen. Ich komme mit der Handlung nicht so ganz mit, also keine Ahnung. Irgendwie ist die so ein bisschen an mir vorbeigegangen, so zwischen ein, zwei Cutscenes. Wir müssen auf jeden Fall Alexander töten. Alexander hat der Creeper hier gefangen gehalten. Aufgenommen Fleisch. Eine Scheibe frisches Fleisch. Wird uns eventuell noch... zur Hölle. Was zur Hölle. Okay. Kann ich dir Agrippa geben? Hey, guck mal, ich habe Fleisch für dich. Lecker Schnitzel. Cornelius Agrippa. Dann halt nicht.